Oh man. Oh. Ja, kommen wir nicht runter durch. Voller Zerriss-Queer. Sehr froh, die muss dann nie wieder machen. Außer beim nächsten. Aber ich würde sagen, wir machen bis 70 noch Inis. Also halt jetzt Terrasse, dann Utgard, bis wir 17 und dann wieder Battleground. Sounds like a plan. Und halt in die neuen Levelgebiete nebenbei leveln. You guys. Hallo, nein, anhalten, zurück, rückwärts gegangen, hallo. Dude, seriously? I'm not kidding. Ach, nein. Oh, wir haben da noch so einen Typen. Oh. Der sieht cool aus, einfach. Ja. Weise, mächtig und böse. So muss es sein. Dude. Och, warum dreht er sich immer wieder? Oh, mein Dude! Deswegen diesen Elementen, die ziehen nach vor. Ich warte jetzt hier, um ihn mal von vorne zu sehen. Jetzt dreht er sich nicht mehr. Bist du nicht zu fassen? Ich sehe ihn drehen, nicht drehen. Oh, das ist lieb. Na, hast genug geguckt. Hat auch so coole Hörner. Ja. Wow, we did it. Wow. Nice Schultern. Dude, no, it's certainly not true. Nicht genug Food. Bul'dan, über den hatten wir ja schon gesprochen, ist der, der die Horde dazu gebracht hat. Boah, man. Wow, die sind ja hier wirklich erschienen. Holy shit, wie cool. Ja, das ist im Buch auch so beschrieben. Dass sie Speer so Sümpfe gesehen haben, als sie durchs Tor gegangen sind. Geil. Und die Krokodilen, die kannten die ja gar nicht. Mal kurz auf dem Desktop. So. Schubi. Puja. Monsterflower. Jupp. Machen wir die Terrasse. Lol. Wir können ein zufälliger Dungeon machen vom Lich King und kriegen 7-mal die Belohnung mit 12 Gerechtigkeitspunkten und 33.000 Erfahrung. So awesome. Und der Nexus ist freigeschaltet. So, Terrasse der Magister.
Das ist es nicht herrlich schön hier? Ups. Nichts passiert. Na. Ich werde jetzt mal diese komische Kuchenmasse probieren, die ich mir mitgebracht habe. Ist fluffig weich. Beim Reinbeißen kam irgendwie so eine Art Widerstand auf. Warum eigentlich Diener von Kulutas und Ruinen beobachten und krass? Ah, lass mal krass mal. Ja, als ich gesagt habe, ist mir das auch aufgefallen. Aber es gibt gar nicht so viele Maps, ne, bei Company of Heroes. Nee. Ich glaube, diesen Modus AT, arrangierte Teams, oder was sein soll, nur halt auf Englisch, könnte vielleicht auch sein, dass das schon ein paar Maps rausfiltert. Bin mir aber nicht sicher. Also sozusagen nur turniertaugliche Maps dann. Ja. Und so haben wir wie viele Maps? 6 oder so? Ja. Ist mir auffallend, die letzte, die wir gespielt haben, war bei Nacht. Ja. Ich frage mich, ob das nur eine visuelle Veränderung hat oder auch spieltechnische. Ja, vielleicht hat es ihn Einfluss auf die Kriegsnebel. Dynamik. Ach, man muss ja hier was einsammeln, ne? Ja, das ist mir auch gerade aufgefallen. Ich dachte, du weißt allerdings, da habe ich so geguckt, ne? Coach hat noch nichts. Ne? Wird wohl die Torbreite nicht so gut sein. Ein Gegenstand für bekommen? Naja, ne. Beute Kosmos, find ich das denn? Oh yeah, ich hab schon 2. Oh yeah. Ich hab 1, das reicht mir. Dann bin ich mindestens genauso glücklich wie du. Ja, weil sie euch fragt, wie das ein Company of Heroes so mit Alliierten ist, ist um einiges einfacher. Ja, totally. Auch wenn es immer noch so irgendwas fehlt, um so richtig zu tun, hatten wir auch unseren ersten Sieg jetzt mal, na, mit USA, British People. Und ja. Ja. Und in diesem Spiel kann ich nicht behaupten, dass ich weniger Fehler gemacht hätte als die Deutschen. Mal sehen, wie sich das so entwickelt. Oh. Ich bin auch gespannt. Was meinst du, machen wir als nächstes? Mit den Deutschen oder mit diesen Alliierten? Ich glaube noch mit Alliierten. Ja. Ist vielleicht besser. Aber wir sind ja aufgestiegen, ja. Unser Team hat Level 2 erreicht. Ja.
Das heißt bestimmt irgendwas. Das ist gut. Wie kannst du schon 4 haben? Das ist sehr gut, ja, ja. Ja, einen brauche ich noch. Hallo? Ha. Gesundheit. Oh, danke dir. Ja, was witzig ist, man kann in dem Furious Forum oder in 2 Foren besser gesagt weinen die Alliierten, wie overpowered die Achsen sind, also die Deutschen eigentlich nur. Kann ich nur nicht nachvollziehen. Ja. Ich auch nicht. Danke für diesen Kommentar, Kusch. Ich sehe schon, es läuft auf Zufall hinaus, weil es einfach ein Pro ist. Das ist auch witzig, dann eigentlich dieser Stress. Da kannst du mir niemand vorwerfen, die stärkere Rasse zu nehmen. Rasse wollte ich nicht sagen, falsch gedacht. Ja, das stimmt. Und trotzdem kann man auch mal mit der Overpowered Fraktion spielen. Oh. Wie adäquat. Weil ist auch am besten oder beziehungsweise der schnellste Weg, um zu lernen. Zufall? Ja. Oh Gott. Lass mich jetzt noch ein paar Runden. Und dann können es ja alle 4 sein. Ist das nicht? Ist das nicht krass? Ja, stimmt. Ja, doch, das wird dann doch ein bisschen blöd eigentlich. Wenn da für mich plötzlich British People kommen, weiß ich nicht, was ich machen muss. Ich habe gesehen, also öfter gesehen und gelesen, dass die British Pros, was macht ihr da, ihr Anfangstruck, zu irgendeinem Ressourcenpoint schieben. Also fahren. Zu welchem denn? Ich weiß nicht, ob es ein Treibstoff- oder ein Munitionsding ist. Und mindestens mittlerer Bestand, glaube ich, weil der Truck erhöht ja in dem Gebiet die Einkünfte. Ja. Und im Early Game ist quasi unmöglich, das Ding kaputt zu machen. Blöd dann natürlich, wenn er überrannt wird, ne? Dann kannst du keine Truppen bauen, weil die sofort down gehen würden. Zurückziehen können sich ja auch nirgendwo mehr. Und ja, du könntest mit dem Ding zwar wegfahren, aber das Ding fährt ziemlich langsam. Das heißt, gegnerische Infanterie könnte die ganze Zeit fallen. Ah, man kann den Tacho austauschen, sorry. Ein Tacho austauschen? Man kann einen Tacho austauschen und dann fährt das Ding schneller. Ja. Indem man einen Tacho austauscht? Ja, Scooby, du glaubst vielleicht nicht, ist das aber so. Wie ist denn das zu erklären? Ich gehe davon aus, die britischen Fahrzeuge regeln die Geschwindigkeit optisch. Und wenn du jetzt was anderes auf den Tacho schreibst, regelt er das anders. Ja. Totally believable.